Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dust. An Elysium Tale. Da brennt's, da kommen wir nicht durch. Also hüpfen wir mal hier oben weiter. Mal gucken. Oh, da brauchen wir eine Bombe. Kann ich Bomben grenzend übergreifend mitnehmen? Das ist jetzt die interessante Frage, ne? Um da durchzukommen. Oder ich muss hier irgendwie mich durch... Ne? Geht nicht. Auch nicht. Kann ich Feuer ausmachen? Keine Chance. Nein, nicht wirklich. Okay, dann versuchen wir unser Glück, indem wir uns hier vorne irgendwo eine... So, ein Blümchen hole. Ja, ihr Deppen da oben interessiert mich nicht. Hier, dich hätte ich gerne. Oh, kommen Sie ruhig. Kommen Sie mit, können Sie reingucken. Komm. So. Oh ja, wunderbar, du kannst mitkommen. Na, siehst du mal. Stellt sich der das doch mal hier gar nicht so dumm an. Beziehungsweise mein Selbst, mein alter Ego. Hier, komm, mach auf. Ein Wandhuhn, juhu, ein Wandhuhn für mich und eine Notiz. Feuer und Staub. Wir haben bereits 10 Wächter an diesem Monster verloren. Es bombardiert uns ohne Unterlass mit grünen Flammen. Es scheint fast, als hätte sie einen eigenen Willen. Aber dann fegte plötzlich ein Windsturm durchs Dorf und die Flammen verschwanden. Das hat die Angriffe der Kreaturen kurz unterbrochen, lang genug, dass ich entkommen konnte. Wenn wir uns doch nur die Kraft eines Sturms zunutze machen könnten. Hust, hust, hust. Wie gut, dass man das kann, ne? Beziehungsweise ich das kann. Eins unten drunter habe ich angeblicherweise gefunden, was es zu finden gibt. Da ist ein Schlüssel, ich will einen Schlüssel. Ah, wunderbar. Mach die Wand jetzt endlich mal kaputt. Was soll das hier? That did it. I can hear the water rushing below. You're not very subtle, but that wasn't half bad. Oh, jetzt stell dich nicht so an, Fidget, echt. Juhu, ein Schlüssel! Wir haben wieder einen Schlüssel. Und irgendwie geht's hier angeblicherweise noch weiter nach oben. Theoretisch. Irgendwie. Nein. Ah, ich will doch nicht runter. Geht mir nicht auf die Nerven, ihr blöden Nervzwerge. Okay. Vielleicht auch nicht. Ah, guck mal, wer da ist. Ein kleiner Stampferlief. Schon lange nicht mehr gesehen. Bam, bam. Oh, und schon weg. Ah, das geht ja wieder fix, fix, fix hier. Fixy Foxy, ha? Huh? Nicht zu verwechseln mit Paxi und Fixy, aber ziemlich ähnlich. Und definitiv verwandt. Okay, das Feuer ist aus. Hätte ich das nicht auch einfach mit meinem Windstoß auspusten können? Ihr nervt mich schon dezent, wenn ich das mal so anmerken darf. Diese kleinen Mini-Viecher hier. Ich meine, als ob die mir irgendwas könnten, ne? So. Hey! Sprach er und wurde getroffen. Ja, ja, ich weiß. Nicht so lange die Kette, bla bla bla. Who cares? Who cares? Ist da was? Nee. Man muss ja immer genau gucken hier. Die verstecken ja gerne außerhalb des Sichtbereichs mal irgendwelche Sachen. Ah! So. Hier auf den Löwen. Tut ganz schön weh. Ah! Verdammt! Na, oh mein, ist das dämlich, hier an der Klippe zu kämpfen. Kannst du mal aufhören, immer... Warum fliegst du denn nicht? Na also, geht doch. Meine Hand, stellt er sich wieder an. Na, da oben sind noch welche. Sag mir das doch gleich einer. Bum, bum, bum. Und es regnet Gegner. Beziehungsweise Drops. An der Wand können wir uns immer noch nicht festhalten, bekanntlicherweise. Das haben wir noch nicht gelernt. Aber das hier können wir durchaus. Jo. So, Kollege. Konterangriffe. Da drauf stehe ich doch. Kampfkunst verbessert. Super, machen wir gleich mal. Machen wir mal hier ein bisschen was rein. Kann man immer gebrauchen, so viel wie ich durch die Luft fliege. Hui. Hui!
Hula! Hula, Hula! Ruiz! Ah, ist jetzt Aro. So. Okay, hier gibt es angeblicherweise nichts mehr. Dann gehen wir nach da drüben. Ach, guck mal. Wir sind in Grubenheim angekommen. Können wir direkt mal saven. Hä? Woher kommt, was sind das für rot-grüne Einsen gewesen, die da gerade durchgeflitzt sind? Und wo zum Teufel soll ich bitte schön in dem Level nach oben kommen? Mal so als Frage. Nur mal so als Frage. Hier steht, ich kann angeblicherweise noch nach oben. Hm? Wo? Ich sehe nicht, wo ich noch nach oben könnte. Ah! Blöde Viecher. Wenn es eine Sache gibt, die ich nicht leiden kann, dann gesilenced zu werden. Vor allem, wenn man Angriffe nicht abblocken kann, die da einfach durch meine Ketten durchfliegen. Wie dämlich ist das denn? Na, guck mal. Achso, ja, klar, ich weiß, wie ich hochkomme. Ja. Man sollte sich wenigstens mal 2 Minuten merken, was man in einem Level gemacht hat. Dann könnte man sich so Fragen durchaus sparen. So. Ab geht's. Nach Grubenheim. Jetzt haben wir irgendwie wieder Lebenspunkte bekommen. Ja, wir kriegen irgendwie Lebenspunkte. Aber ich habe das Gefühl, immer nur bis zur 158 von 53. Ist das etwa die Hälfte? Kommt das hin? Ja, das kommt etwa hin. Das ist genau die Hälfte, um genau zu sein. Ach ja. Okay, Hintergrund ist irrelevant. Gucken wir mal, was hast du so zum Angebot? Ja, ich weiß, dass ich zurückgekommen würde. Bla, bla, bla. Verkaufsmodus. Gibt's denn noch irgendwas, was ich dir andrehen könnte, was du noch nicht hast? Tatsächlich. Florn-Tentakel. Ja, ja, komm. Eigentlich wollte ich nur zurück in den Kaufmodus. Hm. Was hast du denn da? Nee. Ist hier irgendwas Cooles dabei, was mich interessieren würde? Brutales Upgrade. Plus 40 Angriff. Das ist immer noch nicht viel besser als das, was ich schon habe. Muss ich mal so sagen. Und was die Ringe betrifft, auch nicht wirklich. Da ist zwar noch Schlüssel. Ich könnte mir Schlüssel kaufen. Ey, ich habe 4 Schlüssel? Was soll denn das? Wie komme ich denn zu 4 Schlüsseln? Mein Vorrat 4. Da könnte ich ja doch tatsächlich mal versuchen, meinen Freund zu befreien, hä? Ist ja was, ich glaube, das mache ich jetzt. Woher habe ich denn jetzt auf einmal 4 Schlüssel? Stimmt das? Tatsächlich. 4 Schlüssel. Ah, sehr skurril. Also hier, plus 50 Angriff, genau. Und der Rest hier ist alles bla. Ich könnte das zwar vielleicht mal herstellen. Sandpapier. Ah. Genau. Kletterwetzstein. Wieso auch nicht? Komm, kann man die nicht alle auf einmal herstellen? Dann kann ich den Schrott nämlich beim Händler verkaufen. Ich glaube, die brauche ich später nochmal für die Quest, die ich noch offen habe, oder? Ja, das können wir mal machen. Was haben wir hier? Ah, das heben wir uns auch mal auf. Leichtes Kettenhemd können wir nicht herstellen. Das können wir auch nicht herstellen. Wie sieht es mit den Ringen aus? Hm, die können wir offensichtlich herstellen. Hm. Zigarrenbauplan. Ich weiß gar nicht mehr, ob mir das was bringt. Wahrscheinlich versaue ich es gerade wieder total. Aber so ist es halt. Amulette. Können wir eh nicht herstellen. Und ja, den Rest haben wir. Okay, gut, dann halt. Nein, hier nach oben. Ah, nach oben. So. Ja, komm, ich will dir ein bisschen Schrott von mir andrehen. Da haben wir nix. Das kannst du haben. 20. Wetzstahl. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich das gelohnt hat. Also bei den Ringen hat sich's irgendwie nicht gelohnt. Die gehen für den gleichen Preis weg, wie die Hersteller, wie ich sie hergestellt habe, aber. Naja. So habe ich wenigstens die Baupläne aus dem Inventar weg. Hm. Also hier geht's weiter und hier gibt's auch noch ein Geheimnis. Aber ganz ehrlich, ich bin wirklich scharf auf den Begleiter, der mich noch mitführen sollte. Dementsprechend tendiere ich wirklich dazu, da nochmal zurückzulatschen und mir den noch zu
holen. Der war auch an so einem selten dämlichen Platz, dass es sicherlich nicht verkehrt wäre, das möglichst früh zu erledigen, weil ich mich kenne und nicht, dass sonst wieder vergesse. Ja, ihr könnt mal getrost fortbleiben, ihr Viecher. Ihr geht mir eh auf die Nerven. Ihr auch. Jetzt kann der Mist nicht wieder schrumpfen. Ah, ey. So haben wir nicht gerettet. Hallo? Ich hab doch gedrückt gehalten. Genau. So geht das schon besser. Na, hier gibt's ein paar Materialien. Das war nämlich genau hier auf der Brücke. Oh, echt jetzt? Jetzt komme ich hier nicht raus, bevor ich auch nicht... Mein Gott, lasse ich mich gerade verkloppen von allem möglichen Schrott. Ugh. So, hier war das nämlich irgendwo da oben. Ah, komm. Ah, hat nicht gereicht. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht... Nein, ich will nicht nach unten wieder. Ich will da hoch. Ah, blöde Mistviecher. Fast. Yep, jetzt sind wir oben. Jetzt nur nicht umklatschen lassen von den Viechern. Es ist nämlich etwas eng. Puh. Hey, schießt du da auf mich? Nee. Okay, dann gucken wir mal, wer da drin ist. 4 Schlüssel. Hoffentlich muss aber auch schon ein bisschen was wert sein, ne? Ah, muss schon. Oh, guck mal. Super Meat Boy und... wie heißt sie? Love Bandage Girl. Oder? Das müsste doch Bandage Girl sein, oder? 5% Gesundheit. Dafür habe ich jetzt 3 Schlüssel ausgegeben. Sowas aber auch. Na, dafür hole ich mir jetzt erstmal hier wieder ein bisschen... Gesundheit zurück. Ja, Sprudel, Sprudel, Sprudel. Genau. Also tatsächlich, die Hälfte kriegen wir wieder voll. Okay. Haben wir wenigstens das zusammen. Ist ja schon mal was wert, oder? Was meint ihr? Huhuhu. Ja, da hat es sich doch gelohnt, sich die Früchte mitzubringen, ha? Geh weg. Was will ich denn mit euch? Gebt mir doch nicht auf die Nerven. Genau, so, tschüss. Ich will hier nur raus. Und weiter. Wieder zurück dahin, wo wir gerade eben waren. Und das ist natürlich hier vollkommen falsch. Wir müssen ja durch das verbrannte Dorf. Oder die Barrikade oder was das sein soll. Komm mal her, die ganzen blöden Sachen da oben. Genau so. Ah! Jetzt soll ich doch nicht einfach hauen. Oh, wo kommen wir denn da hin? Ich finde es übrigens sehr seltsam, dass er immer mal wieder in die andere Richtung haut, obwohl da gar keine Monster sind. Und ich auch in die andere Richtung drück. Ich finde, er sollte, also nicht er, sondern allgemein sollten bei so Hack and Slays die Gegner schon in die Richtung hauen, in die man auch drückt. Und nicht irgendwie sich das zufällig aussuchen, weil sie gerade Lust drauf haben. Das ist doch nicht dein Ernst. Blöder Steinfuchs. Hallo. Naja, da vorne kommt ja gleich wieder ein Safe-Punkt. Da werden wir es dann schon schaffen, uns unser Leben wieder zu holen, ne? So, hier. Einmal volltanken und gut ist die Sache. Wunderbar, dann können wir jetzt hier weitergehen. Dann gucken wir mal, wo wir hinkommen nach Grubenheim. Oh. We've made it this far, Fidget. Stay close to me and you'll be fine. What do you see, Yara? Anything? Another enemy stands before you. But this one... What is it, Yara? Such... hatred. Be careful, Dust. Jo, alles klar, kein Problem. Immer her damit. Also du sagst, es geht weiter nach rechts, aber du sagst auch, hier gibt's noch ein Geheimnis. Warum komme ich da nicht durch? Das ist doch total unlogisch. Nein, ich habe eine Pistazie gefressen. Liegen auch echt unpraktisch.
Oh, hallo. Du siehst kacke aus. You've come. Mhm. What have you done? You murdered all these innocent people. Hallo. Flamme an! You dare speak to me of innocence when you have so casually slain a countless number of my children. Your children? You're talking about those monsters back there? Who are you? So, you don't remember my name? Rest assured, my friend. This time, you will not so easily forget it. Meh. Werden wir ja sehen. I don't care what your name is. You're no different than those monsters I fought before. And like them, you will fall to my blade. You are the only monster here, puppet. As I turn your bones to char, your final thought will be that Fuse was victorious. Now die! Okay. Gerne doch. Komm her. Wenn wir so spielen wollen, dann kann ich mitspielen. Ah! Kein Problem, ich spiele gerne mit dir, wenn du willst. Guck mal. Deine beknackten Feuerfutzis kannst du dir sonst wo hinstecken. Guck mal, oh. Oh, wer ist denn da halt tot? Hm? Oh, tut mir aber leid. Ach, das ging aber fix. Oh, du armes Sau, du. Hast du wohl nicht damit gerechnet, dass ich schon ein bisschen gelevelt bin? Hm, 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 hm. The lights of Elysium shine upon me. Ja, ja, bla bla. But can they reach the darkness within you? Oh. I have come to my end. What are you? Among the last of a dying breed. A once proud race extinguished by your hands. My hands? You and your warm-blooded kin. We Moonbloods were outcast, scattered to the wind. You and others like you, they came to my village, killed my family. I can't remember. There is sadness in your eyes, but it is not guilt, it is loss. After all you've done to my kind, you still think only of yourself. Perhaps that is for the best. Your leader, Gaius, he led you and your fellow assassins into battle. Assassins? He even murdered his own kind, our greatest allies amongst the Warmbloods. But one escaped. She was the only one I would dare spare in the slaughter that was to come. She? Who are you talking about? Who did I kill? Who knows? Who sees? My vision has left me. I return now to the life thread and to my brethren. No, no, wait! Farewell, warm blood. Ashes to ashes. Dust to dust. Ha! We did it! He knew who I was, Fidget. He'd seen me before. If only he'd lived a moment longer. If only I'd managed to keep him alive somehow. As you can see by the dead littering this village, that would not have been a good idea. I'm sure you're right. We should return to Aurora and report to Mayor Bram. There was also that name, Gaius. Ja, ja, genau der Name war auch noch da. Ja, oh, was kriegen wir denn als Fähigkeit? Doppelsprung, Doppelsprung. During the battle, I was studying Fuse's attacks.
I think I might have picked up on his technique. Oh. I've got a feeling we'll need it. Those monsters likely won't let us leave without a fight. Fitchel hat ein neues Geschosstyp erlernt, mit recht muss verfügbare Geschosstypen umzuschalten. Schick. Oh, wie süß. Oh, schick. Die fliegen aber einfach nur so durch die Gegend, ha? Okay, zurück ist nicht. Komischerweise. Zumindest nicht in die Richtung. Dann, off we go. More monsters. What's the problem? Well, you did say they were his children. Children or not, they don't look all that happy to see us. Hey, ugly! Are you gonna play nice? There's just no pleasing some people. It was a valiant effort, Fidget. Vielleicht mal den neuen Skill ausprobieren, hm? Boah, klatscht schon gut. Und ja, ich habe den Schlüssel gesehen. Boah, ein Schlüssel! Ha, ist das toll! Damit könnten wir theoretisch hier in dem Gebiet auch gleich irgendwas anstellen. Fragt mich aber nicht, was. Angeblicherweise ist hier noch was. So, erstmal die... Na, das war's schon. Okay, so, Mission aktualisiert, sagt er, hm? Zusammenführung. Moska hat sich gebeten, in Grubenheim am Rand des Waldes über die nach einem Mädchen zu schaust. Grubenheim liegt in Ruinen, aber du hast einen Zettel von einem Mädchen namens Sarahi gefunden, der an Moska adressiert ist. Bring ihm den Zettel ins Dorf. Können wir den auch noch lesen, den Zettel? Saharis Brief. Mein liebster Moska, hier passiert etwas Schreckliches. Das Dorf steht in Flammen, alle schreien. Wenn du diesen Brief je findest, werde ich mich an unserem geheimen Ort versteckt halten. Bitte, bitte beeile dich. Aha! Will do, erstmal hier einen Saverisch machen. Und dann, wisst ihr was? Ich gehe nochmal kurz hier zurück. Weil das bringt uns ja hier an einen anderen Ort. Da kommen wir nämlich dann oben lang. Zumindest so ein bisschen. Hui! Checker! Okay, aber irgendwie... Ja, bringt das nicht so viel. Wie ich gedacht hätte. Naja, laut Karte sind wir da sowieso fertig. Eigentlich ziemlich schade, dass sie uns nur einen neuen Angriff gegeben haben. Ich hätte eine neue Fähigkeit viel lieber gehabt. Entweder das Rutschen oder der Doppelsprung oder der komische Sprung am, um sich an den Ranken festzuhalten, ne? Schön krass, der Schlag. Gehen wir nach unten oder nach rechts? Ich würde sagen, wir gehen nach unten, nach rechts. Verlassen wir nämlich das Gebiet. So viel kann ich schon sehen. What's all this? These flags are a warning. The area up ahead is among the most dangerous of places. Ja, ja. The challenges and creatures within are unlike anything you've dealt with before. Death will come swiftly if you are not prepared. I think I've heard of these arenas. It's rumored they contain precious treasures. Hey, your memory's coming back. Just little bits here and there. Think we should go in? Oh, I certainly hope you saved. I certainly hope you saved. Ja, das ist wahrscheinlich kein schlechter Tipp. Vielleicht machen wir das mal nochmal aktiv. Ja, Geronimo! Und dann würde ich auch mal sagen, wir gucken mal in diese Höhlen rein. Wertvolle Schätze. Ihr wisst, ich bin ein Freund von wertvollen Schätzen. Willkommen in der Wettkampfarena. Besiege deine Feinde und zerstöre Lampen, um Punkte zu erhalten. Wenn deine Feinde bei dir Schäden verursachen, werden dir Punkte abgezogen. Wenn du den Wettkampf schnell erledigst, bekommst du irgendwas. Dann hüpfen wir mal hier in den Teleporter. Mal schauen, wo der uns hinbringt. Ah, er bringt uns wieder raus. Meh. Da wollte ich natürlich nicht hin.
Muss ich die Lampen ausmachen? Nee. Oh, what the... Was war das denn? Das ging aber ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Da war aber ein bisschen komisch, ne? Ach, geht mir nicht auf die Nerven. Kröten und Viecher. Ich hüpfe da jetzt eh einfach runter. So. Jetzt probieren wir das nochmal. Vielleicht sind die ja doch stärker als gedacht. Normalen Viecher nicht, aber sie machen offensichtlich jede Menge Schaden, so wie es mir scheint. Nee, nee. Oh. Jupp. So viel dazu. Müssen wir die hier ausmachen? Ah, das sind die Dinger. Oh, Level Up. Level Up ist immer gut. Maximale Gesundheit. Ist ja schon krass, der Push, den man da bekommt. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen in Angriff. Oh. Hä? Wow. Wer hat denn dir gesagt, dass du mich einfach hauen darfst? Komm her. So haben wir nicht gewettet, Kollege. Oh. Hüpferlila. Ja, na? Habt ihr Spaß daran zuzugucken? Ich schon. Das macht auch eigentlich ganz gut Spaß hier. Darf ich jetzt endlich weiter? Super Sache. In welcher Zeit hätte ich es denn schaffen müssen, um... Oh, schade. Die 90.000 schaffe ich auf keinen Fall, oder? Oh, so knapp. So knapp. Guckt euch das an. Mir fehlen 100 Punkte. 100 beknackte Punkte. Das ist nicht nett. Kraftsalbe. Meh. Im Laden nachsehen. 9000. Wisst ihr was? Ich probiere das mal kurz noch zu schaffen. Ich mache da nochmal einen Durchlauf. Aber den müsst ihr euch natürlich nicht mit an. Tja, und obwohl ich eigentlich nicht mal alle Sachen eingetütet habe, habe ich es dann doch geschafft, wenigstens über die 9000 zu kommen. Und das ist ja wohl das Einzige, was zählt. Kriege ich dafür jetzt noch irgendwas Cooles? Irgendwie nicht. Eine Kraftsalbe war alles, was ich bekommen habe. Okay. Naja. Dann ist dann, ne? Mehr zählt wohl offensichtlich nicht. Können ja nochmal gucken, ob die Kraftsalbe wirklich so schlecht ist, wie ich sie in Erinnerung habe. Ja, ist sie. Warum bist du eigentlich schon wieder auf dem Ding? Warum schießt du nicht? Na also. Gut. Inzwischen weit im Norden natürlich. Oh, Hintergrundstory, huh? Sir, the preparations are nearly complete. We found another of their camps, but... But it was deserted, of course. Keep up your search. They're going somewhere, and we need to know where that is. Of course, sir. If that's all... What of the rumors, Commander? Is there any truth to them at all?
We are investigating, sir. But surely you don't believe. Commander, it is not your place to question what I believe. Our moment of glory draws near, and I want results. As you wish, General. Mm-hmm. Where are you, my friend? Why are you hiding from me? Weil ich offensichtlich keine Ahnung habe, dass du mich suchst. Was ist denn das? Neu, die Lichtung. Da kommen wir trotzdem nicht durch. Können wir ja reinschauen, aber wir haben immer noch keine Skills, mit denen wir uns da irgendwie behelfen könnten. Auch wenn es offensichtlich hier irgendwie noch eine Kiste oder dergleichen gibt. Wir können ja mal kurz da hingehen. Spaßeshalber. Die Lichtung. Na, das war der falsche Knopf. Hier sind wir, ja, tatsächlich. Siehst du hier? Da komme ich nämlich nicht durch. Dazu brauche ich so eine blöde Bombe. Und ich wusste nicht, wo ich dergleichen finden könnte. Ha! Wie ist mit hier? Komm runter. Ein Warnton. Ja, und dann hat sich das auch schon wieder, weil man da durchrutschen muss. Gut. Also, Lichtung uninteressant. Aurora-Dorf. Wir können noch mal kurz zur Weidenstätte. Wollen noch mal kurz gucken hier, wie sich jetzt Meat Boy und so miteinander verstehen. Denn die Folge ist so gut wie rum und ich will jetzt ehrlich gesagt das Talk nicht weitermachen. Hallo ihr zwei. Na, seid ihr happy zusammen zu sein? Wunderbar. Ich auch. Klasse Sache, ne? Kann ich noch mit dir reden? Nee, kann ich nicht. Mit dir kann ich auch nicht reden. Also raus hier. Na, ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge mal storytechnisch weiter, was da so auf uns wartet. Wir haben ja hier von den Nebenmissionen jetzt nicht mehr allzu viel, was wir machen können. Die Kiste können wir auch schon wieder vergessen, da wir schon wieder mal keine Schlüssel haben. Ja, also geht's zurück ins Dorf und dann schauen wir mal, was sich uns da so erwartet. Bis dahin wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß und tschüss.